Heute für euch die Top 20 Bösewichte in Harry Potter gerankt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Harry Potter Welt ist voll mit Feinden, bösen Wesen und dunklen Zauberern. Heute habe ich eine Liste zusammengestellt mit den 20 beeindruckendsten bzw. bösesten dieser Charaktere. Die bösen Wesen oder dunklen Zauberer schikanieren die guten Charaktere der Geschichte immer wieder und machen ihnen das Leben schwer. Einige dieser Bösewichte waren Mörder und Folterer und andere waren einfach nur in irgendeiner Weise an bösem Verhalten beteiligt. Diese Liste geht von vorne mit den harmlosesten Charakteren los und endet mit den schlimmsten aller Schurken am Ende. Auf der Nummer 20 haben wir Narcissa Malfoy. Narzisse war selbst nie ein Todesser, aber sie war stark in deren Aktivitäten involviert, da ihr Ehemann und ihre Schwester sehr hochrangig in Voldemorts Armee verstrickt waren. Es gab Interaktionen, in denen sie ihre bösartige Seite zeigt, wie zum Beispiel im Halbblutprinzen. Ich bin mir sicher, dass sie einige fragwürdige Taten begangen hat, während sie sich dem Lebensstil der Todesser hingab. Aber als es darauf ankam, hat sie sich am Ende für die richtige Seite entschieden. Auf der Nummer 19 haben wir Professor Quirrell. Quirrell war ein etwas harmloserer Bösewicht als die meisten seiner Art. Er wurde lediglich von Voldemort manipuliert, um Böses zu tun. Später hatte Voldemort ihn aber ganz unter Kontrolle. Quirrell war meiner Meinung nach zum Teil selber schuld daran und hatte natürlich auch von sich aus etwas Böses in sich. Deswegen befindet er sich auch so weit unten auf der Liste. Auf der Nummer 18 haben wir Cornelius Fudge. Cornelius Fudge ist ein sehr egoistischer Mensch. Er denkt immer, er hätte Recht und weigert sich zuzugeben, dass er im Unrecht ist, selbst wenn er weiß, dass er es ist. Sein Angriff auf Harry und Dumbledore war auf einer ganz anderen gefährlichen Ebene. Er ließ sich von Lucius Malfoy einwickeln und Harry wurde wegen Fudge ein ganzes Jahr lang gemobbt und Dumbledore verfolgt. Alles nur wegen Fudges blinden Wahnsinns. Glücklicherweise hat Fudge bekommen, was er verdient hat. Am Ende sah die ganze Welt ganz anders aus und Fudge war ein gebrochener alter Mann, den wirklich fast keiner mehr richtig respektierte. Auf der Nummer 17 haben wir Severus Snape. Snape hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, Harry Potter vor Gefahren zu schützen, aber im Nachhinein war es ihm sehr egal, was mit Harry oder mit James Potter passiert, er hat sich wirklich nur um Lily gekümmert. Snape verbrachte selber viele Jahre als Todesser, aber selbst nachdem er sich der guten Seite zugewandt hatte, war er nicht wirklich nett oder gut. Ein erwachsener Mann, der grundlos Kinder tyrannisiert und schlecht drauf war. Er machte seinen Schülern immer die Hölle heiß und das wirklich ohne guten Grund. Naja, also er hatte einen Grund, aber das hatte nichts mit den Kindern zu tun. Und dies zeugt von emotionaler Schwäche. Insbesondere Neville Longbottom hat er so viel Angst eingejagt, dass dieser sogar, als die Schüler einem Irrwicht gegenübertreten mussten, Snapes Gestalt als Irrwicht sah. Er hat natürlich auch viele gute Seiten gehabt, aber halt unter anderem auch eine schwächere Seite, die sich in dunkler Magie widerspiegelte. Auf der Nummer 16 haben wir Igor Karkaroff. Karkaroff war ein böser Mann, aber er war auch ein Feigling und ein Verräter. Er half dem Ministerium, ein paar entkommene Todesser zu jagen, vor allem Barty Crouch Jr., einen der übelsten von Voldemorts Anhängern. Weil er Leute verpfiffen und verraten hat, wurde er freigelassen und leitete die Zauberschule Durmstrang, die zugegebenermaßen nicht den besten Ruf hat, wenn es um die dunklen Künste geht. Aber seine Schüler schien er zu respektieren und sie ihn ebenfalls, was mich glauben lässt, dass er in der Schule wirklich etwas Gutes getan hat. Auf der Nummer 15 haben wir Lucius Malfoy. Lucius war einst einer von Voldemorts ranghöchsten Soldaten, was bedeutet, dass er einige ziemlich dunkle Taten begangen hat, um so hoch und weit zu kommen. Nachdem er erfahren hatte, dass Voldemorts Tagebuch die Kammer des Schreckens öffnen würde, platzierte er das Buch in Ginnys Bücherkessel, wohl wissend, welche Folgen das haben würde. Er ist krank und verdreht und hat ein wenig Reue für seine Taten, obwohl er am Ende der Serie das Wohlergehen seiner Familie über Voldemorts Gefolgschaft stellt. Deshalb steht er meiner Meinung nach auch niedriger auf der Liste als manch andere Todesser. Auf der Nummer 14 haben wir Alecto und Amycus Caro. Die Geschwister Caro verdienen es definitiv in den Top 20 zu sein. Sie haben das ganze letzte Schuljahr über die Schülerschaft von Hogwarts gequält. Sie wurden als Lehrer in Hogwarts eingestellt, um für Disziplin zu sorgen. Und sie arbeiteten mit unverzeihlichen Flüchen und genossen es, Menschen und vor allem Schüler zu foltern. Sie sind für Disziplin verantwortlich gewesen und mögen Bestrafung. Alecto Caro war die kleinere Schwester der beiden Geschwister, aber Amycus Caro war definitiv der schlimmere der beiden Geschwister.
Auf der Nummer 13 haben wir Corbin Yaxley. Yaxley war ein skrupelloser Todesser, der Voldemort sehr loyal diente. Er war eine Schlüsselfigur bei der Infiltration des Zaubereiministeriums im letzten Buch und er nutzte seine neue Macht, um einige verabscheuungswürdige Taten zu begehen. Er war an der Seite von Umbridge, als er ihr half, Muggelgeborene zu quälen, indem er sie beschuldigte, ihre Magie zu stehlen. Er nahm ihre Zauberstäbe und schickte diese unschuldigen Menschen nach Azkaban zu den Dementoren. Dies schien ihm wirklich Freude zu bereiten, weshalb er auch auf Nummer 13 dieser Liste zu finden ist. Auf der Nummer 12 haben wir Delphini Diggory. Ich weiß, viele hassen das verwunschene Kind, aber ich muss wirklich was dazu sagen. Delphini war die Tochter von Voldemort und Bellatrix. Dies ist natürlich kein gutes Omen, aber man sollte kein vorschnelles Urteil fällen, finde ich. Sie wurde aber trotzdem ihrem Familiennamen gerecht und machte ihm alle Ehre. Durch einen Zeitdreher wurde einiges möglich gemacht. Cedric Diggory wurde zu einem Todesser und Harry Potter war tot. Voldemort, ihr Vater, gewann die Schlacht. Sie selber ermordete und folterte eine Menge Menschen und damit hat sie sich den Platz auf dieser Liste durchaus verdient. Auf der Nummer 11 haben wir Augustus Rookwood. Augustus Rookwood war ein Doppelagent während des ersten Zaubererkrieges, als er für das Ministerium in der Abteilung für Mysterien arbeitete. Aber in Wirklichkeit galt seine Loyalität immer Lord Voldemort. Während des zweiten Zaubererkrieges war er unter den Todessern in der Schlacht um Hogwarts. Seine wohl schlimmste Tat war der Mord an Fred Weasley. Auf der Nummer 10 haben wir Peter Pettigrew. Peter Pettigrew war ein Feigling, aber vor allem war er ein Verräter, der sich nur um sein eigenes Wohlergehen sorgte. Er tat alles, was nötig war, um sich mit den stärksten Leuten zu umgeben, die er finden konnte, selbst wenn das bedeutete, dass er einige seiner besten Freunde verraten würde. Er ruinierte das Leben einer seiner besten Freunde, indem er ihn für seine abscheuliche Tat verantwortlich machte und ließ einen Unschuldigen lebenslang in Azkaban einsperren für etwas, was er getan hatte. Obendrein ermordete Peter Cedric Diggory und damit war Peter ohne Zweifel der schlimmste Gryffindor in Harry Potter. Auf der Nummer 9 haben wir Nagini. Nagini war anfangs eine gute Frau, wie wir in den fantastischen Tierwesenfilmen sehen, aber wir kennen auch das wahre Monster, in das sie sich später verwandelte. Sie wurde unfreiwillig zu einem Maledictus und dauerhaft zu einer Schlange. Sie ermordete und zerfleischte viele Menschen auf ihrem Weg und sie übernahm sogar manchmal die Körper ihrer Opfer. Das können wir in dem Harry Potter Teil 7.1 sehr gut beobachten, als sie den Körper von Bathilda Bagshot übernimmt. Sie schließt sich Lord Voldemort an und bleibt schließlich bis zu ihrem Tod loyal auf seiner Seite. Auf der Nummer 8 haben wir Antonin Dolohoff. Dolohoff ist einer der rücksichtslosesten Todesser der Serie und war verantwortlich für sehr viele Todesfälle im ersten als auch im zweiten Zaubererkrieg. Ganz zu schweigen von der Folterung von so vielen unschuldigen Menschen, die man nicht einmal aufzählen kann. Aber das, was ihm wirklich einen Platz auf dieser Liste gesichert hat, war die Ermordung von Remus Lupin während der Schlacht von Hogwarts. Auf der Nummer 7 haben wir Dolores Umbridge. Natürlich muss Dolores Umbridge auch in den Top 10 sein, obwohl sie niemanden wirklich vor unserer Nase getötet hat. Nun, niemanden, von dem wir wissen. Jedenfalls würde ich es ihr trotzdem zutrauen. Und sie hat es genossen, jeden zu quälen, den sie konnte. Umbridge war eine Psychopathin, die Freude am Schmerz der Kinder hatte und hinterließ bleibende Narben auf den Handrücken der Kinder. Sie manipulierte Menschen, indem sie die Regeln brach, um zu bekommen, was sie wollte. Und vor allem die Art und Weise, wie sie mit den Muggelgeborenen sprach und sie folterte, war eine Art für sich. Sie schickte sie nach Azkaban zu den Dementoren. Sie verurteilte ohne wirkliches Gesetz ungerechtfertigt Muggelgeborene und folterte sie. Sie ist eine geborene Diktatorin und damit ist sie locker in den Top 10. Auf der Nummer 6 haben wir Salazar Slytherin. Salazar Slytherin ist einer der vier Gründer der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er war ein sehr intelligenter und mächtiger Zauberer, aber er hatte auch viel Hass und Verdrehtheit in seinem Inneren. Für ihn war es besonders wichtig, keine Muggelgeborenen auf seiner Schule und besonders nicht in seinem Hogwarts-Haus zu haben. Sein Ziel war es, alle Muggelgeborenen von der Schule zu vertreiben bzw. sogar auszulöschen. Dafür fertigte er vor seinem Abgang von der Schule durch die Meinungsdifferenzen mit den anderen Gründern eine geheime Kammer im Inneren des Schlosses an, die Kammer des Schreckens. In dieser Kammer beherbergte er ein Monster, den Basilisken. Dieser sollte ihm dabei helfen, die Muggelgeborenen in Hogwarts auszulöschen. Sein Nachfahre sollte die Kammer öffnen und sein Werk des Bösen fortführen und deshalb hat er durchaus einen hohen Platz auf dieser Liste verdient.
Auf der Nummer 5 haben wir Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald ist der Hauptantagonist in den fantastischen Tierwesenfilmen, aber er ist nicht auf der gleichen Ebene wie Voldemort, was Dunkelheit und Böshaftigkeit angeht. Ich denke, Grindelwalds Diktatur ist nicht nur schwarz und weiß. Dumbledore und er hatten eine innige Beziehung und Dumbledore hielt ihn irgendwie davon ab, ganz in die Dunkelheit zu gehen. Er weigerte sich, den Aufenthaltsort des Elderstabs an Voldemort zu verraten, was wiederum Dumbledores Grab schützte und zu seinem eigenen Tod führte. Es war so eine Art letzter Akt der Erlösung. In den Filmen haben sie es leider so dargestellt, dass Grindelwald Dumbledore verriet und Voldemort sagte, wo sich der Elderstab befindet. Mit dieser Buchversion möchte ich Grindelwald nicht verteidigen oder frei von seinen Sünden sprechen, denn er verursachte durchaus Leid und Hass in der Welt. Aber er war nicht so übel wie Voldemort. Das ist einfach etwas, was man nicht außer Acht lassen kann. Auf der Nummer 4 haben wir Barty Crouch Jr. Barty Crouch Jr. ist ein sehr schlimmer Todesser, der Lord Voldemort untergeben war. Er half dabei, Alice und Frank Longbottom zu quälen, dass sie ihren Verstand verloren und sogar ihren eigenen Sohn Neville Longbottom nicht mehr erkannten. Er täuschte die Zaubererwelt, indem er jedem vorgaukelte, er sei nicht böse und es gelang ihm. Alle glaubten, er sei unschuldig. Er lieferte mit Hilfe von Vielsafttrank eine krasse schauspielerische Leistung ab und täuschte ganz Hogwarts vor, er sei Mad-Eye Moody. Und dies schaffte er fast ein ganzes Jahr. Und Moody war die ganze Zeit eingesperrt. Er half Voldemort dadurch, Harry zum Friedhof zu bekommen, wodurch Voldemort wieder auferstehen konnte. Er ist ein gefährlicher und hochintelligenter Todesser, der keinerlei Skrupel hegt und sich dadurch einen Top-Platz auf dieser Liste klar macht. Auf der Nummer 3 haben wir Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange ist eine gestörte Psychopathin, die es genoss, Menschen zu foltern und zu ermorden. Sie war ebenfalls beteiligt an der Folterung der Longbottoms, die sie um den Verstand gebracht hat. Aber im Gegensatz zu Barty Crouch Jr. war sie sehr stolz auf das, was sie getan hatte. Sie rief dies dem gesamten Gerichtssaal zu und zeigte keinerlei Reue. Tatsächlich war sie so stolz auf so ziemlich jede verabscheuungswürdige Tat, die sie je begangen hatte, ob groß oder klein. Sie ist die Definition des Bösen und damit würde ich auf diesen Platz der Liste zu kommen. Auf der Nummer 2 haben wir Lord Voldemort. Lord Voldemort hatte keinerlei Reue, kein Mitleid und nicht einmal ein bisschen Schuldgefühl für das, was er getan hat. Er hat einige der schrecklichsten Taten begangen, die je von jemandem begangen wurden. Er durchbrach die Grenzen der Magie, als er mehr als nur einen Horcrux herstellte und er tauchte so tief in die dunklen Künste ein, dass er unbekannte Macht und Magie erschlossen hat. Es gibt so viele Beispiele für seine Sünden, wie das Erhängen eines Kaninchenbabys als Kind oder die Quälung anderer Kinder. Als er erwachsen war, beging er noch mehr Sünden und tötete seinen Vater und die Muggelfamilie seines Vaters, ohne mit der Wimper zu zucken. Er behandelte Mord, als wäre es so ein alltägliches Ding wie eine Routine, als würde man etwas essen und er tat alles, um für immer zu leben und zu herrschen. Voldemort ist für viele der böseste Bösewicht der Serie, aber wir haben noch einen vor uns. Auf der Nummer 1 haben wir Fenrir Greyback. Der Werwolf Fenrir Greyback ist meiner Meinung nach die böseste Person in der Harry Potter Reihe, denn er geht sogar noch weiter als Voldemort. Voldemort tötet zwar ohne zu zögern und zweiten Gedanken Menschen, aber es gab immer irgendeinen Grund dafür, sei es weil er wütend war oder weil es der einzige Weg war, die Macht zu erlangen. Währenddessen tötet Greyback aus Spaß daran. Er hatte es besonders auf Kinder abgesehen und aß auch seine Opfer. Er hatte kannibalistische Gelüste und das ist schon echt übel. Er ruinierte das Leben von Lupin, weil er ihn als Kind biss und ihn ebenfalls zu einem Werwolf machte. Und es war nicht nur Remus Lupin, sondern eine ganze Gruppe an Menschen, die so waren und von ihm gebissen wurden. Er schenkte ihnen ein sehr trauriges und schmerzhaftes Leben, aber das war nicht genug für Greyback, er musste ja auch noch seine Gelüste nach Menschenfleisch sättigen. Für mich persönlich ist Greyback der schlimmste von den Bösewichten aus Harry Potter. Aber wie genau siehst du das? Habe ich irgendjemanden vergessen, der unbedingt auf diese Liste muss? Wie hättest du deine Liste gestaltet? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video und den Top 20 Bösewichten aus Harry Potter. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.